hat schon mich oft niedergestreckt, wo ich manchmal gedacht habe, also das überlebst du den nächsten Tag nicht. Ja, aber nicht jetzt alleine nur auf die Sache mal heim und so weiter und so fort. Ja, weil das hatte ich eigentlich, 79 hatte ich das abgehakt, das Thema. Ja, das war für mich erledigt. Was mich natürlich am meisten geärgert hat, ist, dass ich keine Kontakte zu meinem Vater halten kann. Ja, weil selbst wenn ich da angerufen habe, Mutter war am Telefon, hat die sofort einen Hörer aufgelegt. Ja, die ist auch, wo wir zur Beerdigung meiner Großeltern gewesen sind, haben die sich an einen anderen Tisch gesetzt. Ja, also er durfte mit mir keinen Kontakt haben, er durfte sich nicht mit mir unterhalten. Und wenn ich euch jetzt erzähle, ja, dass ich mit ihm 2 Minuten auf der Toilette mich unterhalten habe, ja, das kannst du wohl auch nicht sein. Nee. Ja, und das sind dann so Dinge, die haben mich dann mal wieder so ein bisschen down gemacht. Ja, aber man hat dann eben schnell versucht, wieder nach vorn zu schauen. Aber wir nehmen es, wie es ist und wir müssen weitermachen. Ja. Umsonst, ja, von wegen hier Hand aufhalten und nichts tun für, ja, so wie man es heute eigentlich kennt, ja, das gab es nicht. Jede Leistung, die man haben wollte, musste mit einer Gegenleistung gearbeitet werden. Ja. So, und das, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, sicherlich in gewissem Maße ein bisschen überspitzt, ja, weil ein 10-Jähriger muss nicht unten im Keller eine Heizung rumrandalieren und muss Kohlen schütten, das fand ich dann auch ein bisschen überspitzt, ja, da hätte man was anderes gefunden, ja. Ja, wenn wir im Kinderheim was wollten, die haben uns nicht dahin gesagt, haben gesagt, hier komm, macht mal und so weiter und so fort. Nee, nee. Erst eine Gegenleistung und dann. Ja. Das ist in Treseburg entstanden, oder wenn man runterfährt nach Treseburg. So, dann habe ich das Auto weggestellt und dann bin ich dahin. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich das unbedingt haben will. Weil der gefiel mir so schön, eckig, kantig, steinig und lang der Weg. Lang der Weg bis zum ersehnten Licht der Freiheit. Ja, man kann durchlaufen. Ein bisschen gebückte Haltung, aber man kann durchlaufen. Und da ist es eben schön, ja, da sieht man eben auch schön die Ecken und Kanten dort von den Felsen. Ja, und das hatten wir reichlich, Ecken und Kanten im Leben. Und ich glaube, die sind noch alle nicht weg, die Ecken und Kanten. Ja. Immer wieder aufs Neue hat man Ecken und Kanten im Leben, die einem aufs Neue wieder entgegenkommen. Ja. Sicherlich jetzt nicht auf Bezug nehmend Adoption und Heim oder so, aber eben gerade eben, jeder Tag ist nicht eben. Ja, rund, wollen wir so sagen. Ist natürlich nur das Ecke und Kante, was dann da ist. Ja, das Licht haben wir ja noch. Die Freiheit haben wir ja. Ja, wir haben die Freiheit und können entscheiden, wie wir es wollen. Ja, und niemand entscheidet für uns. Ja. Sicherlich habe ich positive Erfahrungen mitgenommen, ich habe aber auch Erfahrungen gesammelt, die hätte ich eigentlich am liebsten vergessen und verdrängt. Ja? Wer weiß, vielleicht brauchte das aber auch einen Anschub und es regelt sich erst wieder, wenn ich dann wirklich auch bis zum letzten Punkt weiß, was ist gewesen. Ja, dann kann man vielleicht den Deckel drauf machen, kann sagen, okay, das Thema ist jetzt abgeschlossen. Ja, vergessen wird man es sicherlich nicht. Ja, aber man kann es dann zumindest, wollen wir sagen, in eine Schublade packen und muss es nicht jeden Tag wieder rausholen.